Ha! Es ist wieder soweit. Barney und der Freak in the house. Es ist Zeit für eine neue Folge, wie versprochen. Heute mit dem Thema Leuchthalsbänder. Passend zur Jahreszeit zeigen wir euch heute die drei angesagtesten und bestbenoteten Leuchthalsbänder. Schrei nicht so. Die Leute wissen eh, dass bei dir nicht alle Kerzen am Baum brennen. Oh yeah. So, wir beginnen gleich mal mit der Mercedes unter den Leuchthalsbändern. Dies ist der sogenannte Leuchti. Ein ganz spezielles Teil. Leider haben wir es für Barney etwas zu kurz gekauft oder zu klein gekauft. Wir haben uns zwar an die Richtwerte für Jack Russell Terrier gehalten, aber Barney kriegt es leider nicht um seinen Kopf. Barney hat einen zu dicken Hals dafür. Einen dicken Hals habe ich. Wegen dir. Und frag nicht wie. Ganz Hightech-mäßig, wie schaltet man das Ding ein? Kein Schalter, nichts vorhanden. Einfach ganz cool. Man stülpt es dem Hund über den Kopf und dreht es nach unten und zack geht das Leuchthalsband an. Hier haben wir das Modell 2017. Jetzt mit 4 Leuchtdioden. Vorher sollen es wohl 3 gewesen sein, man weiß es nicht genau. Das Ding soll 100% wasserdicht sein, das haben wir nicht getestet. Also man kann sogar schwimmen gehen mit diesem Leuchthalsband. Er spricht so schnell, dass er kaum noch Luft kriegt. Pass auf, gleich nippelt er ab. Vom Leuchti gibt es 2 Ausführungen. Es gibt einmal den Leuchti Mini und den normalen Leuchti. In diesem Leuchthalsband sind 2 Batterien drin. Bei dem Leuchti Mini sollen sie 50 Stunden halten und bei dem normalen Leuchti sogar 100 Stunden. Also es fühlt sich sehr griffig an, sehr stabil, sehr fest. Am Anfang habe ich versucht, wie kriegt man das Ding denn auf? Dann wurde mir bewusst, man muss es einfach über den Kopf ziehen. Wie gesagt, für Barney etwas zu eng. Obwohl, so sieht es auch schön aus. Findest du nicht auch, Barney? Ich habe gar nicht gesagt, wie man es wieder ausschaltet. Man dreht es dann einfach wieder nach oben und dann dauert es 1 Minute und das Licht geht von ganz alleine aus. Ist das cool, Barney? Also wie gesagt, sehr griffig, sehr vom Material hochwertig. Was man allerdings sagen muss, es ist auch das teuerste Modell, was wir hier in Kraute haben zum Testen. Es liegt bei dem normalen Leuchti um die 40 Euro und bei dem Leuchti Mini kostet es 35 Euro. Kommen wir zum nächsten Leuchthalsband. So, das nächste Leuchthalsband ist das L&D Halsband der Firma Funpads. Es ist ganz anders als die anderen Halsbänder. Man erkennt es daran, man kann es komplett, war nicht noch ein bisschen misstrauisch, brauchst du nicht zu sein. Man kann es direkt als Halsband umtun und auch daran die Leine festmachen. Das ist bei den anderen beiden Modellen, die wir haben, also gerade bei dem Leuchti und auch bei dem folgenden Modell nicht möglich. Da wird das Leuchthalsband zusätzlich um den Hals gelegt. Hier in diesem Fall ist es ein richtig hochwertiges Halsband, wo man auch die Leine dran befestigen kann. Es gibt dieses Modell in 4 verschiedenen Farben, auch 100% wasserfest. Ob man damit schwimmen gehen kann, weiß ich jetzt nicht. Es enthält keine Batterien, sondern wird über USB aufgeladen. Also, wenn ihr am Computer sitzt und ein bisschen zockt oder auf Videos guckt, könnt ihr es nebenbei direkt aufladen lassen. Das ist schon mal eine klasse Sache. So, dann lasst uns mal schauen, wie das Leuchthalsband denn so aussieht. Was mir nicht ganz so gut gefällt bei diesem Halsband ist, dass es sehr schwierig einzuschalten ist. Also bei mir geht's, aber für Kinder wird es ein bisschen schwierig sein, weil der Druckknopf doch ziemlich schwer zu betätigen ist. Let's go, start the show! Geht schon los! Okay, Moment. So, es gibt drei Modi. Einmal schnelles Blinken, dann langsameres Blinken und natürlich Dauerlicht. Bei Barney hat man eigentlich immer das Dauerlicht eingeschaltet, denn ich hab die Befürchtung, wenn man es auf den blinkenden Modus lässt, wird der Hund irgendwann wahnsinnig. Hey, Barney, you are so cool. Yeah, God made me cool.
Der Anbieter gibt es an, es sind F5 L&Ds. Ich habe keinen Plan. Es sollen die hellsten L&Ds sein, die es am Markt gibt. Das Ganze sieht draußen im Dunkeln sehr gut aus, muss man sagen. Das Einzige, dass in diesem Bereich ist, nichts leuchtet, aber ansonsten sehr auffällig, auch sehr wertig. Liegt im mittleren Preissegment bei ca. 20 Euro. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Dem Hund kann es angepasst werden. Eine tolle Sache. So, Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, hier ist Leuchthalsband Nummer 3. Es ist das Modell der Firma Kali Visiolight. Blub. Mann, voll peinlich. Du kriegst ja gar nichts gebacken. So, hier haben wir auch das schnelle Leuchten, langsameres Leuchten und Dauerlicht. Dieses Leuchthalsband kommt in einer Universallänge von 70 cm und ist dem Hund anzupassen. Es geht ganz einfach, man misst den Halsumfang und schneidet den Rest einfach ab von dem Leuchthalsband. Schwupp, passt es dem Hund um den Hals. Können wir auch noch einmal testen, Barney? Barney ist begeistert. So, und schon sieht es doch gut aus. Okay. Das Einzige, was mich hier dran stört, ist der Verschluss. Der ist nicht ganz so hochwertig. Das ist ein Plastikverschluss, wo etwas schwierig gefriemelt werden muss. Macht aber nichts. Das Leuchthalsband, was wir am meisten im Dauereinsatz hatten, ist trotzdem kein Problem. Aufgeladen wird es ebenfalls über USB. Kabel ist auch hier dabei. Einfach reinstecken, an den Computer anschließen und es wird ganz nebenbei aufgeladen. Die Reichweite wird draußen mit 500 Meter angegeben, also die Sichtbarkeit oder die Sicht auf dieses Leuchthalsband. 500 Meter. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert, aber für den Gassigang abends im Dunkeln oder den Hund im Garten zu verfolgen, ist es hervorragend geeignet. Unser Fazit, Barney, welches Leuchthalsband gefällt dir am besten? Bist du eingeschlafen? Ich wünschte, ich wär's. Das Leuchthalsband von der Firma Leuchti, sehr hochwertig, ganz tolles Teil. Man soll ja damit sogar schwimmen gehen können. Ein bisschen teuer. Von daher, ja, für die, die wollen, die können, ganz super tolle Sache. Mein Favorit ist das Leuchthalsband der Firma Funpet, auch sehr hochwertig. Ganz toll, spacig in verschiedenen Farben zu erhalten, sehr hochwertig, leuchtet lange, einfach aufzuladen. Eins ist ein Nachteil, dieser schwere Knopf zum Ein- und Ausschalten, aber gewöhnt man sich auch dran. Da eine ganz tolle Sache. Preis- und Leistungssieger natürlich, das Modell der Firma Kali, haben wir am längsten getestet, geht super schnell aufzuladen, hält einige Stunden, also für den Gassigang oder das abendliche Freilaufen lassen im Garten, super geeignet, schnell aufgeladen und zack, der Hund kann raus. Trifft übrigens auch auf das Leuchthalsband von Fun von, trifft übrigens, es trifft übrigens auch auf das Leuchthalsband von Funpets zu, ebenfalls sehr schnell aufgeladen. So, ihr habt die Qual der Wahl. Wir fügen euch von allen drei Leuchthalsbändern die links unten dabei. Knallhartes Fazit, ich würde das von Funpets kaufen, wenn ich die Kohle hätte. So, das war unsere heutige Sendung zum Thema Leuchthalsbänder. Hast du eigentlich gemerkt, dass du heute jeden zweiten Satz mit so angefangen hast? Mann, 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 Mann. Wir fanden es super, dass ihr zugeschaut habt. Vielen lieben Dank. Barney, wolltest du den Gästen noch was sagen, bevor wir jetzt hier Schluss machen? Ja, tschüss. Vergesst nicht, auch bei der nächsten Sendung wieder dabei zu sein. Am besten abonnieren, abonnieren, abonnieren. Nur dann können wir diese Sendung weitermachen. Abonnieren, liken, Kommentare schreiben. Schreibt, was euch gefällt. Schreibt, was total scheiße ist. Wir sind gespannt. Freuen uns aber auf jeden Kommentar. Darum, gebt Gas. Keep on going. Keep freaky. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir freuen uns.
Hier oben irgendwo seht ihr doch die Videos vom letzten Mal. Die kommen, ich habe keine Ahnung, den Abonnier-Button. Ihr macht das schon. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss und auf Wiedersehen. Psst, noch ein kleines Schmankerl. Weil es hoffentlich cool aussieht, wollen wir es doch mal ein bisschen hier leuchten lassen. Das geht ab, Bali. Das geht ab, das Licht. Danke fürs Zuschauen.